Hallo, hier ist der Pink Panther. Willkommen zu Bioshock Infinite Teil 16. Hier der Rückblick. Wir treffen endlich Comstock persönlich. Und ja, so ein Zweifel ist denn doch da, dass das nicht wirklich seine Tochter ist. Und die Frage steht immer noch offen: Wer ist sie? Woher kommt sie? Was hat sie eigentlich für einen Hintergrund? Und auf jeden Fall ist klar, dass er nicht unbedingt ein Guter ist. Und deshalb, wie er dann Elisabeth angreift, packe ich ihn mir und, ja, sagen wir mal, ich bin nicht ganz so freundlich zu ihm. Danach hört er auf zu atmen, weil sein Kopf unter Wasser ist und da kann man sehr schlecht atmen. Er hat auch ein, sagen wir mal, leichtes Leck am Kopf und naja, auf jeden Fall ist er jetzt nicht mehr am Leben und ja, tut mir auch ein bisschen leid. Nein, tut's mir nicht, weil das ist echt einer der miesesten Arschlöchern, wenn man das mal so ausdrücken darf, die es da in diesem Spiel gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, wir wollen rausfinden, warum hat Elisabeth zum Beispiel ja ihren kleinen Zeigefinger nur noch halb und woher kommt sie, wer sind ihre Eltern, wie ist ihre Geschichte? Und das klärt sich jetzt gleich dann in dem letzten Teil auf und ich kann auch jedenfalls schon mal so viel sagen, es ist absolut der Wahnsinn. So, dann haben wir noch unseren Vogel hier, den haben wir jetzt gerufen und der scheint ja irgendwie mit Elisabeth irgendwie eine Verbindung zu haben oder die haben irgendwie eine Beziehung miteinander. Auf jeden Fall kriegt sie ihn dazu, dass er uns unterstützt und wir haben jetzt hier in diesem Teil den übelsten Kampf und er ja, greift dann sozusagen die gegnerischen Flugschiffe an. Dann ist es halt so weit, dass wir versuchen, diese Apparatur, was dann sozusagen diese Dimensionen verbindet, zu zerstören. Und deshalb rufen wir denn diesen Vogel dazu. Und es ist echt klasse gemacht mit der Musik und allem und diese Effekte, die da drinnen vorkommen. Wirklich Respekt hier bei den Entwicklern. Oh mein Gott. Ja, und dann passiert etwas, was mit den vorherigen Teilen zu tun hat. Zumindest nimmt es Bezug dazu. Ich habe sie ja selber nicht gespielt, aber ich weiß zu viel, dass da die Stadt unter Wasser ist. Und so schließt sich halt wieder der Kreis zu den vorherigen Teilen. Und das finde ich einfach klasse. Leider habe ich sie jetzt selber nicht gespielt, von daher weiß ich nicht allzu viel davon. Der arme Vogel, ja, verreckt jetzt sozusagen unter Wasser und ich wünsche euch jetzt wirklich viel Spaß bei dem letzten Teil, den ich sehr, sehr beeindruckend fand. Elizabeth. Vielen Dank. Es tut mir leid. Viel Spaß. Hase? Wollen wir ein Tänzchen wagen? Wir beide? Komm. Da-da-da-da. Du guckst so verliebt. Was ist los? Na gut, war ein Scherz. Ab geht die Luzi. Das werde ich vermutlich bereuen. Ja. Stadt auf dem Meeresgrund. Lächerlich. Warum ist das lächerlich? Wir hatten eine Stadt im Himmel, also von daher. Leider kenne ich jetzt nicht die anderen Teile von Bioshock. Von daher kann ich euch nichts dazu sagen oder berichten in dem Sinne, dass das irgendwie Ähnlichkeiten hat, aber ich weiß so viel, dass in den vorherigen Teilen es auch schon eine Stadt unter Wasser gab. Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne?
lang. Komm! Wow. Also das ist ja etwas, was ich hier an diesem Spiel so mag. Und kriegst du sie aus? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt er her? Er war schon immer da. Ich konnte ihn nur nicht sehen. Naja, das ist auf jeden Fall, weswegen ich dieses Spiel hier Let's Playen wollte, war wegen diesen Bildern. Also ich finde es echt Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Also das finde ich echt Bombe. Sehr fantasievoll und auch die Grafik an sich finde ich jetzt nicht schlecht. Oder hier das Teil. Ist doch einfach klasse gemacht, oder? Also ich finde es echt super. Nun denn, ich will aber mal gerade gucken. Ne, hier kommen wir nirgends hin. Okay. Na dann, lass uns gehen. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Na dann. Hier, wo wollen wir jetzt hin? Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird... Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variable. Ja. Na toll. Und wo gehen wir jetzt hin? Wow. Ey, das ist ja wohl mal geil gemacht, oder? Also die Idee, die jetzt auch dahinter steckt, finde ich einfach Bombe. Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapiere ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker. Das ist schon geschehen. Okay, also, das heißt nicht nur verschiedene Dimensionen, sondern auch verschiedene Zeit. Und, das ist natürlich dann echt oberheftig. Hase, bleib mal kurz stehen, ich würde mir gerne ein Foto machen. Hallo. Komm, bleib doch mal hier, Schatz. Ja, jetzt guck mich doch mal an. Ey, das ist doch echt... Leute, ist das krass? Ja. So ist es schön. Jetzt hätte ich dich... Ja, fast. Ja, bleib mal. Fast, Schatzi. Gleich hab ich dich. Jawohl. So will ich dich sehen. Herrlich. So, na gut, dann gehen wir mal weiter. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier?
Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Na denn. Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes? Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr, Schluss! Halleluja! Preiset den Herrn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein. Er war hier. Hier lang. Okay, ich war gerade so im, über Wasser gehen, Gras aus der Tasche wachsen und so weiter, weißt du? So, Jesus Christ und so. Na gut, dann eben nicht. Und meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja, Mädchen gegen Schulden. Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Oh. Ich hab eine böse Vermutung. Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Comstock. Ich glaube, dass das Baby, das bist du. Das ist Elisabeth. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Irgendwie ist mir gerade komisch zumute. Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Hey, ich spiele nicht mehr mit, hört ihr? Ich steig aus. Gebt sie zurück. Es geht schon? Spinnst du? Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist vorbei, los! Nein. Nein. Anna! Anna! Gib mir meine Tochter zurück! Nein! What the fuck? Der Finger! Anna! Anna? Nein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Oh mein Gott. Verzeih mir. Du
hast dein eigenes Kind verkauft. Anna ist Elisabeth. Darf ich mal aus dem Fenster springen? Sie ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Ich wusste bereits, dass sie funktioniert. Aber funktioniert er? Anna. Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Hm. Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Hm. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Töten Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Und töten Sie die Schuld. Bringen Sie uns. Siehst Sie du? Uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte und zusammen. Töten Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen Alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die ich Kleine. Ich weiß nicht. Töten Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Wow. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen sprachlos bin, aber, oh, wow. Also, ich habe jetzt echt mal großen Respekt vor demjenigen, der sich die Geschichte hat einfallen lassen. Das ist wirklich mal... Das sollte mal verfilmt werden. Also, das finde ich echt oberhammergeil, die Geschichte. Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Das ist deine eigene Tochter. Booker DeWitt, bist du bereit Was für soll die das? Wiedergeburt? Wieso bist sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles du bist... Was war zurückzulassen, du bist nicht... Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen. Und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Er ist selber Comstock? Wow, Leute. Wow, jetzt habe ich echt eine Gänsehaut. Absolut Hammer. Also echt, das ist wirklich absolut Hammer. Ich hoffe, für euch war das genauso spannend jetzt wie für mich. Ich fand das richtig geil. Eine absolut oberkrasse, geile Story. Und für mich ist es momentan the top game ever. Also was ich bis jetzt gezockt habe an Singleplayer-Game.
Und ich hatte recht damit, das Ganze zu Let's Playen. Ich hoffe, dass ich sowas nochmal irgendwie zocken darf und Let's Playen darf. Also wirklich, boah. Okay, ich verabschiede mich denn jetzt mit dem Abspann. Ich bedanke mich, dass ihr ja zugeschaut habt, obwohl es eigentlich mein erstes richtiges Let's Play war und ich noch nicht so die Erfahrung habe, aber ich mache es wie mit allen meiner Videos irgendwo auf meine Art und Weise. Ja, und im Prinzip bedanke ich mich dafür, dass ihr das respektiert und honoriert mit eurem Zuschauen. Tschüss, euer Pink Panther.